Hey Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, ich habe nochmal nachgelesen und man braucht echt, was war das hier? Er muss mehr als 50% der Lebensenergie haben, dann überlebt er das Ganze natürlich, ja. Und taucht dann im Aschesee auf und gibt uns dann später den, die graue Scholle, genau. Oh, die graue Scholle, die Waffen auf plus 15 macht. Ja, doof, kacke. Und du, über dich habe ich auch gerade gelesen. Hier, das ist die Tochter und so. Und die sagt dir jetzt nichts. Aber wenn man den Hexenring bekommt, dann, die ist blind. Und die denkt dann, wir sind, ihre Schwester, Quelak. Und, irgendwie, was war das? Der letzte Moment, den sie in Erinnerung hat, war, dass sie ja von ihrer Schwester getötet wurde. Nein, ich glaube, das stimmt nicht. Ich merke gerade, dass der Typ hat sie nämlich getötet im Video. Und, ja. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Voll die traurigen Geschichten. Ich muss fast weinen. So, lass uns teleportieren. Jetzt mal Ritter Solaire. Wir knüpfen uns jetzt mal Ritter Solaire. Ah, oh, Sigmar, du Arschloch. warte mal. Wie gehen wir da hin? Wie gehen wir da hin? Gemeinde der Untoten und dann da so durchrasen? Ich glaube schon. Gemeinde der Untoten ist eigentlich der kürzeste Weg. Ja. Das machen wir mal. Und wie sehen wir aus? Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich aussehen soll. Ich kann es einfach nicht entscheiden. Aber ich glaube, ich will mal, nein, das nicht. Ich möchte obenrum nichts anhaben. Und ich möchte die schwarze Strumpfhose anziehen. Das sieht doch cool aus, komm. Ich find's cool. Und wir ziehen mal Havels Ringchen an. So. Dann rennen wir jetzt mal zu der Brücke, wo der Drache war. Dort ist ja so ein Schrein und ich habe mich immer gefragt, was bringt dieser dämliche Schrein? Und ich glaube, dort wartet dann Solaire auf uns und dort können wir dann seinen Eid eingehen und sind dann überglücklich. So, stopp. Oh, 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 oh. Ah, hey, backstabben. Ach, es ist schön, wieder gegen die zu kämpfen. Ich mag die Atmosphäre in dieser Undead Burg. Ui. Für Freude mache ich Geräusche. Und tschüss! Okay. Droppt er was? Nein. Und er verfolgt mich. Okay, komm, wir killen den mal. So. Jetzt hast du dein Ziel erreicht. Ach ja. Man bekommt ja dann auch das Sunlight Blade oder sowas, ne? Habe ich auch nie bekommen. Mal schön mit euch mal was Neues zu erleben. Bei den circa 200 Stunden Spielzeit Dark Souls, die ich jetzt habe. Autsch, das tut weh. Und ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Steht er da? Seht ihr ihn schon? Ich hätte nachlesen sollen, was? Ja, ich hätte nachlesen sollen. Ach nein, der ist hier nicht. Wie doof ist das denn? Oh, jetzt bin ich den ganzen Weg nochmal gegangen. Umsonst gegangen, meinte ich. Ach, himmlischen Zürn. Moment mal, ich lese mal kurz noch, oder? Bis gleich. Hey Freunde, ja, da bin ich wieder zurück und hier passiert gar nichts. Was ist denn dies für ein Ort? Warum ist der hier? Hier passiert doch irgendetwas. Slev hat auch gesagt, ja, hier ist so ein Ort, aber da passiert später etwas. Was ist denn hier? Ah, und ich habe nachgelesen, wir haben ihn zwar gerettet, aber ach, ich weiß doch nicht. Wie bekommt man dieses Sunlight Blade und sowas? Das sind doch Fragen über Fragen. Hätte ich vielleicht auch eben nachgucken sollen. Aber wir können ihn einfach nur beim letzten Bosskampf herbeibeschwören. Was ja eigentlich nicht so notwendig ist, weil der letzte Bosskampf einer der einfachsten Bosskämpfe ist, überhaupt, wenn man es gut angeht. Da, also mit ein paar Tricks. Aber gut, dann, Tochter des Chaos. Ja, das war's, ne? Ja, Tochter des Chaos. Gut, dann, was machen wir jetzt? Kämpfen wir uns jetzt voran? Zu, wie heißt denn das Ding? Wer ist denn der Boss? Chaos-Hexe von Izalith. Ne, Chaos-Wesen von Izalith. So, wir entfachen das mal. Oh, hey, Kumpel. Na, alles fit? So, damit wir 15 Estes Flask haben. Aber 20 Estes Flask ist, glaube ich, besser, ja. Ich sage ja immer, 20 ist besser als 15, ne? Ja, das sage ich immer. Mein Lebensmotto. Oh Gott, bleib jetzt sitzen und entfach das Ding. So. Tja, doof, aber wir haben ihn gerettet. Hey, es ist auch echt schade, wenn man ihn umbringt. Und dann am Ende dieser Dialog. Und es ist auch echt kacke, wenn man die hier umbringt. Das werde ich ja am Ende alles machen. Ich werde jeden umbringen, wenn wir in New Game Plus gehen. Wobei ich ja kein New Game Plus spielen werde. Aber ich werde trotzdem eine umlegen und euch jetzt zeigen, wie traurig manches doch ist.
Wir brauchen mehr Vitalität, ey. So. Auf geht's. Ja. So. War ein richtiges Chaos, oder? Letzten Part und jetzt hier so. Aber naja. Man muss es Dark Souls echt in... Man muss schon wissen, was man tut. Und das weiß ich nicht. So. Jetzt runter mit den Leggings. Ah, die sind so schön. Ich kann mich damit schön bewegen. Empfehle ich nur jedem. In der Gegend. Außer es regnet. Leberkäse. Ach, es reimt sich nicht, verdammt. Gut, ja, der ganze Weg. Ich muss ja irgendwie die Zeit überbrücken. Hier das ganze Rumgerenne. Ah. Dann wartet da hinten dieses Mistvieh. Und Solaire ist weg. Nee, da sitzt er immer noch. Solaire! Mann. Außerdem will ich deine Ausrüstung haben. Oder sowas. Und dein Konvent und sowas. Ja, alles gelogen. Es gibt keine Sonne. Ich weiß gar nicht, was sein Problem ist, ey. Er hat die Sonne doch schon gesehen. Ich meine, was will er eigentlich? Ach ja. Er will die Erleuchtung, oder wie? Oh, jetzt hab ich verschluckt. Au. Da wurde ich gebacksteppt. Ah, sorry. Au. Ah, Kopfschmerzen. Au. So, da unten rennen wir jetzt nicht lang, was eigentlich ganz gut ist. Wir würden eh nur die Dinger da... Wo sind die denn? Ach, da stehen die. Da. Ganz komisch. Besiegen können wir die, sind nicht so stark, aber... Die Chance zu sterben ist auch sehr hoch. So, ich möchte euch aber ein paar Kämpfe zeigen. Hier, wir werden gleich invaded, nämlich von Leuten. Und einer ist hier ganz... Da steht er auch schon. Da hinten. Ich glaube, das vielleicht bekannt vor, die Ausrüstung. Da, Kumpel, das ist hier so ein Feuertyp. Aber den müssen wir schnell umlegen, weil gleich kommt jemand anderes. Komm, ich will dich backstabben, Kumpel. Komm, du hältst nicht viel aus. So, und jetzt ist hier Kirky Boy. Der letzte Kirky Boy. Genau, hier taucht. Ah, da ist er auch schon. Okay. Das sieht nicht gut aus. Au! Ich versteh's nicht. Au! So. Schwere Geburt. 888, ja. Wenn das kein interessanter Schaden ist. So. Jetzt nehmen wir uns das mal. Menschlichkeit und so. Fenstergeist, Ritter Kirk wurde besiegt, blablabla. Und, ja, was bekommen wir von dem? Isolate-Beschleuniger. Ja, schön. Schön, ne? So, und jetzt brauchen wir... Da habt ihr schon das Foggate gesehen. Ach, wie ich keinen Bock habe. Wir nehmen mal den Wolfsring. Ich mach mal jetzt... Versuch mal eine Taktik, die ich gar nicht versucht habe. Also nicht versucht habe. Ganz viel Ballons zu haben. Ja, ganz viele Ballons. Und dann fliegen wir über den Gegner hindurch. Moment, hier Havels Helm, dann Havels Rüstung und Havels Unterhose. So. Na gut. Ihr fragt euch jetzt, was hat er vor, dieser Typ? Und ihr und Profis von euch denken sich jetzt, oh Gott, das wird nichts. Aber ich versuche es. Auf geht's. Ich weiß gar nicht, kommt da so ein Intro oder sowas? Oder geht's sofort los? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es geht sofort los. Ja, hier können wir so runtersliden. Ist echt immer spaßig, wenn man hier tausendmal runterslidet. Ja, wir kämpfen jetzt gegen den Boss. Au! Da ist es! Das Ding. Interessanter Boss. Wartet mal, ich nehme mal kurz eine andere Waffe dafür. Eigentlich hätte ich das vorher machen müssen. Ein Kettenbrecher. So, das ist das Chaoswesen. Aber glaubt mir. Irgendetwas verheimlicht uns dieses Wesen. Und ich werde euch gleich zeigen, was. So, der Bosskampf läuft so ab. Also nicht frontal rein da, sondern hier links seht ihr so Sachen. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil... Weiß nicht mehr so wirklich, was abgeht. So, wir müssen hier so hin. Ja, das macht was, das macht was. Au. So, und jetzt hier rein. Nein, nein, nein. Okay. Das machen wir alles kaputt hier. Und einmal reinstechen. So. Die erste Stufe wäre geschafft.
Und jetzt wird es nur noch wütender. Sehr entspannt, sehr angenehm. So, und jetzt gibt es hier wahrscheinlich 1000 Tricks und sowas, aber ich komme hier nicht raus. Hier stürzt sich nämlich der Boden ein. Und das Ding haut uns weg. Oh, das ist nicht gut. Ja, das ist auch nicht gut. Scheiße, weg. Hau mich nicht weg. Ich habe gesagt, nein. Okay, wir müssen jetzt auf die andere Seite. Ich mache das mal ganz vorsichtig. Eigentlich gibt es hier so Tricks. Irgendwie an der Seite langlaufen und sowas, aber bei mir hat es nie geklappt. Ich glaube auch, dass es gefixt wurde. Ja, was macht es jetzt? Ja, dieser Wischangriff. Oh Gott. Aber wir bleiben stehen, das ist gut. Ja. Weg. Weiter. Schramm's von Bord, stell's ein. Ja. Weiter. Komm schon. Bro van Besen. Wow. Komm schon. Ah, okay. Rollen kann man nicht. Ah, gleich haben wir's. Ah. Ja. Wir schaffen es tatsächlich. Und noch ein Piekser. So, jetzt hat's noch wütender. Was treibe ich hier eigentlich? Ja, die zweite Stufe. Haben wir geschafft, jetzt kommt die dritte Stufe. Ich habe den Bosskampf nie so wirklich verstanden. Aber hey, er ist anders. So, wir haben immer noch kein Leben abgezogen. Was heißt das? Hä? Können wir vielleicht jetzt Leben abziehen? Ja, können wir. Und ihr werdet gleich sehen, wie viel. So. Jetzt müssen wir uns da wieder vorkämpfen in die Mitte. Okay, und rüber. Ah, wir brennen. Oh, fuck. Nicht sterben. Ich habe schon meinen Tod gesehen. Oh, Mann. Alter Mistvieh. Was ist das? Das kann ich, den Angriff kann ich nicht, aber ich stand perfekt. Was habt ihr denn erwartet? So. Und jetzt muss ich da runter. Aber ich mach's nicht. Ich hab mich getraut. Ich muss da runter, komm schon! Nein! Nach diesem Angriff! Ja! Menschlichkeit! Komm schon, gib Gummi, nicht runterfallen! Und jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Ab durch die Mitte. Ich habe dieses Schwert gewählt, weil es schnell ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht wäre das Schlangenschwert besser. Egal, wir kämpfen uns hier durch. In das Herz. Dieser dämlichen Hexe. Ich glaube gerade nicht, dass ich es wirklich geschafft habe. Aber wir müssen uns beeilen, weil hier kommt so ein Angriff und der ist nicht gut. Oh, fuck. Nicht zu früh, Freund. Da ist das Ding. Das ist das wahre Gesicht dieses Wesens. Kann man vergleichen mit Greed aus Fullmetal Alchemist, haben wir festgestellt. Da ist dieses Mistvieh und jetzt töten wir es. Wir töten's! Mit einem Schlag. 79 Schaden. Ich hätte echt gedacht, wir sitzen hier noch eine Weile. Ich hätte echt gedacht. Wir schaffen es nicht. Wow, jetzt sind wir aber für Freude hochgesprungen. Was war das denn? Wir können das Schlangenschwert nehmen. Oh, ich habe Kopfschmerzen vor Aufregung. Oh, ich muss gleich eine Pause machen. Wo ist das Schlangenschwert? Ich glaube, es ist oben, hä? Ja, wir haben es geschafft. Wir könnten mal Schwert des Grabes Fürsten nehmen. So. Leuchtfeuer entzünden.
Yes, jetzt kommt nur noch das DLC-Gebiet. Dann der Aschesee. Und dann hätten wir eigentlich alles. Dann können wir gegen den letzten Boss kämpfen. Und dann war's das mit Dark Souls. Steigen wir mal auf hier. So, ein bisschen Leben. Stärke brauchen wir eigentlich nicht. Kondition. Ja, Kondition ist ganz nett. Ja, nehmen wir mal. So. Waffe verstärken. Was brauchen wir denn? Um unser Grabesfürstenschwert auf dem Mond-Titanit. Können wir mal machen, ne? Warum nicht? Oh, es kostet nur 5000. Ach, hu, ja, hm. Vielleicht deswegen. So, machen wir eine andere Waffe. Ich mache 344 Schaden, das ist schon ordentlich. Und jetzt ziehen wir uns mal was Ordentliches an. Das ist ja sehr peinlich. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben alle Feuerhüterseelen. So. Für das DLC-Gebiet müssten wir dann... Moment, wo müssten wir hin? Wir müssten dann in das Archiv des Herzogs. Genau. Hier hin. Vielleicht kann ich ja in diesem Part noch ganz schnell... Ich weiß nicht, wie lange der Part geht. Aber ganz schnell Vorbereitungen treffen. Und ich hoffe, wir sterben nicht. Wir haben es geschafft! Ja! Ich bin glücklich. Ach, schön. Ach, schön, macht das Schaden. Unglaublich. 143. Wie viel macht mein Schlangenschwert? Würde ich gern wissen. Von denen haben wir denn, ne? Ist ein Weg. Ist das Schlangenschwert schwerer? Okay, interessant. 644 Schaden machen wir. Leute, ich glaube, wir bleiben beim Schlangenschwert. Irgendwie wurde ich überzeugt gerade, ja. Wir nehmen mal das Schlangenschwert, ja. Und rennen mal ganz schnell hier so lang. Dann so nach rechts. Und werden kurz hier angegriffen. Müssen rollen, müssen rollen. Ah, verdammt, zu spät. Weil hinter uns ist ein Bogenschütze. Das wissen wir ja, das wissen wir alle. Wir heilen uns hier. Uah, hey, wo kommst du denn her? Und tschüss. So, die mal töten, weil Seelen sind ja immer gut. Alles klar. So, hier runter. Ich habe es übrigens immer noch nicht verstanden, wieso man das hier machen muss für das DLC-Gebiet. Ich zeige euch mal, was ich meine. Moment, erst müssen wir diesen Typen hier überraschen. Zack. Kommt da noch hinter uns noch jemand? Nein, gut. Haha, zu langsam. Der Bogenschütze will auch nichts machen. Lass mir mal Wurst. Oh, hier sind ja ziemlich viele. Ah, schade, nicht drei. So, dieser Typ ist nämlich sehr wichtig für uns. Er tut sehr unscheinlich, aber den brauchen wir. Der Schatten sieht doch komisch aus, merke ich gerade. Von dem Typen. Egal, so, den müssen wir umlegen. Oh, oh. Au. Oh, hier ist noch einer. Backsteppen. So, der ist tot und jetzt... Ach, Idiot. Ich Idiot. Das müssen wir gar nicht machen. Oh. Oh, ist das peinlich. Ah. Vielleicht bin ich einfach... Vielleicht soll ich einfach jetzt Schluss machen und, ja, wir haben erfolgreich Zeit verschwendet, denn ich muss erstmal die, Echse da besiegen. Wie heißt diese... viele Köpfe und so und macht es. Und dann da mit jemandem reden und dann müssen wir das nochmal machen. Ein kleiner Vorgeschmack halt. So, bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Holly.